So, liebe Leute, nach jetzt 5 Heim-Auswärtsspielen in Folge geht es jetzt heute weiter tatsächlich mit dem nächsten Heimspiel. Und wir treffen heute auf den SC Braga. Zumindest zum Rückspiel. Das Spiel haben wir 6-1 in Braga gewonnen, in Portugal. Und ja, mal gucken. Aber ich denke mal, wir lassen uns das nicht mehr nehmen. Aber wie gesagt, im Fußball ist alles möglich und auch bei uns ist alles möglich, aber ich gehe mal von aus, wenn wir ein Tor schießen, dass wir hier ohne Probleme in der nächsten Runde sind, selbst wenn wir diese Partie verlieren würden. Aber wie gesagt, wir haben jetzt 5 Auswärtsspiele in Folge gehabt. Heute geht es mal wieder mit dem Heimspiel weiter. Moment. Katze, entscheiden Sie sich jetzt. So. Los geht's. Ich mach mal selber meine. Wir haben ja eine Verletzung. Ja, Mustafi, der stimmt, der fällt heute leider aus. Das heißt, du wirst heute mal in die. Dragovic wird in die Startelf rutschen. Das heißt, ich muss in der nächsten Saison. Nächste Saison, ja. Nächstes Spiel tatsächlich ein bisschen umwechseln. Gut, ich kann ein bisschen rotieren. Wir sind gerade auf, das heißt, es ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin heute mal Linksverteidiger, weil das andere bringt jetzt gerade nichts. Obwohl, warte mal. Ich habe ja einen Linksverteidiger auf der Bank. Dann rotieren wir heute mal ein bisschen um. So, Bastian mal rein. Moment. So. Kriegst mal von Beginn an. Ja, ich habe keinen zusätzlichen Innenverteidiger, ne? Ich habe tatsächlich nur 3 Innenverteidiger im Kader, sehe ich gerade. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir da durch. Und wenn einer nämlich ausfällt, das natürlich jetzt bitter ist, aber. Nicht änderbar ist. Ja, machen wir so. Dann kann man nämlich in der nächsten Partie wieder zurückrotieren. Ich weiß, ich muss dran denken, dass ich das nachher gleich wieder zurückrotiere. So, gehen wir rein in die Pressekonferenz. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. Wie gehen Sie das heutige Spiel ohne Mustafi an? Mal gucken. Da haben wir super Kader, passt, dann spielt der Dragovic von Anfang an. Ja, klar, müssen ein bisschen rotieren, müssen die Jungs mal wieder ein bisschen was gewinnen machen. Wir gewinnen erneut, klar. Gut, unser Ziel ist es erstmal die nächste Runde einzuziehen, das ist klar. Ja, gucken. Ist mir egal. Keine Zahnspielchen, sondern einfach nur. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Einfach nur unser Ding nach Hause bringen oder zumindest mal unser Spiel spielen und dann gucken, was am Ende rauskommt. Wie gesagt, 6-1 auswärts ist natürlich meine Hausnummer, aber wie gesagt. Fußball ist alles möglich. Das war damals tatsächlich das Heimspiel Paris gegen Barcelona. Aber Paris hat das Spiel 4-0 gewonnen. Zwischendurch hatte ich mal sogar das eine oder Auswärtstor gemacht und trotzdem noch 6-1 verloren. Gut, das Spiel ist ein bisschen. Ja, ich würde fast darauf wetten, dass es ein bisschen geschoben war. Aber. Nun ja, egal. Sei es drum. Wir gehen rein ins Europa League
Spiel, das 16. Finale, Rückspiel, FC Schalke 04 gegen SC Braga, Runde der letzten 32. Na, dauert gerade einen Moment. Jetzt. Gut. Wie gesagt, Hinspiel 6-1 und jetzt schauen wir mal, wie das Rückspiel läuft. So. Herzlich willkommen in der Arena auf Schalke, liebe Fans. Und Sie sehen es ja, das Wetter könnte nicht besser sein. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. In der UEFA Europa League erleben wir heute das Rückspiel in der Runde der letzten 32. Schalke 04 gegen Braga. Die Gastgeber konnten das Hinspiel klar gewinnen, gehen daher mit einem deutlichen Vorsprung in dieses Rückspiel. Ich weiß nicht, ob da noch was geht, ob sie das nochmal aus der Hand geben. Wie gesagt, alles möglich. Gut, zu Hause eigentlich nicht. Aber. Mal schauen. Das sind die Jungs von FC Braga, die uns heute gegenüberstehen. Aus Portugal, diese Mannschaft. Und dann 4. Wir haben ja nur noch 2 Wettbewerbe. Wir haben ja das Spiel gegen Frankfurt verloren. Das DFB-Pokalspiel. Ne, alles ist möglich tatsächlich. Also, auch da kann man durchaus verlieren. Aber wie gesagt, ich denke, wenn wir heute verlieren würden, bin ich für gute Dinge, dass wir weiterkommen. So, die Jungs sind heiß, ein bisschen rotiert haben wir. Heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Einfach mal ein bisschen durchrotieren, einfach mal ein bisschen was machen. Da sind unsere Jungs, unsere Elf, die heute richten sollen. Viel Position verändert, klar. Kai Kolasin hat heute im Kader in der Startelf. Aber wie gesagt, ganz passt auf jeden Fall erstmal so. Das sind die Gegner. Es gibt nicht so viele Mannschaften, die so extrem über das Pressing kommen wie sie. Nee, da brauchst du auch einfach die Spieler für. Da brauchst du Laufbereitschaft, du brauchst die Spielintelligenz. Das ist nicht einfach, die Räume so perfekt zuzustellen, wie sie das machen. So, Anpfiff, Spiel läuft. Also losgeht hier im Rückspiel in der Runde der letzten 32. Ich denke, das Ergebnis werden sie auch einblenden. Ja, werden sie auch einblenden, wie es ausgegangen ist. Das Hinspiel, wie gesagt, 6-1 haben wir ja gewonnen, das Hinspiel. Ah, schade. Da haben sie jetzt den Ball. Ich weiß jetzt, wenn es 0-0 ausgeht. Wir haben ja gegen Sevilla zum Beispiel so extrem rotiert. Damals 0 gerade gewonnen, das ist ein Eigentor. Sie erhalten den Einwurf. Aber selbst das würde heute auch ohne Probleme reichen. Wie gesagt, das eine knappe Niederlage würde reichen. Also. Ich denke, heute ist es so ziemlich entschieden und ziemlich klar, aber mal gucken, was halt passiert. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Und Dragovic. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Das könnte die Gelegenheit geben. Und die erste Chance hier. Für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Kick abseits? Sensationell. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Jo, es ist tatsächlich abseits. Aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Naja. Schade, aber es ist tatsächlich abgepfiffen worden. Kotschab. Und ab die Pass mit Flo Krüger. Und das ist das 1-0 und das dürfte eigentlich die Entscheidung sein. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. So, das Gesamtergebnis ist noch nicht aktualisiert. Das steht immer noch auf 6-1, aber es muss eigentlich 7-1 aus sein jetzt. Also, erstes Führungstor oder erstes Tor für uns. Da ist das Tor nochmal. Schön gemacht, Krüger. Gute Flanke. Und da ist er da. Packt den Volley aus. Es ist ein sehenswerter Treffer, ein unhaltbarer Treffer. Und damit führen wir schon mal mit 1-0.
Sevagambula, 9. Der ist Europa League Tor. Der ist in Europa League heiß. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Die Nummer 19. Weil ich glaube, dass wir tatsächlich uns in der neuen Saison in der Bundesliga neu aufstellen werden, vorne drin. Ich habe so zwei, drei Kandidaten, die man sich holen kann. Aber das muss jetzt auch finanziell erstmal passen. Aber wie gesagt, das ist alles dann mal, wenn alles so safe steht. Deswegen will ich die Europa League gewinnen, weil wir dann etwas mehr finanziellen Spielraum haben. Und das ist auch genau in der, eigentlich der Fall im DFB-Pokal gewesen. Und da haben wir leider kein Geld verdient. Ball kommt weit. Und Tor für Braga! 1-1. Fußball sieht nach vielen Treffern aus. Ja, der Ausgleichstreffer für die Portugiesen. Ja, das ist Ludewig, der sich, glaube ich, da ziemlich eiskalt. Ja, Ludewig und Bella Kotschaft, die zwei, die haben sich da so ein bisschen depürieren lassen. Also das Ding ist eigentlich unnötig. Aber unentschieden. Ja, wenn du mal da. Ah, wo keiner der mitgeht. Hack. Ja, gar nichts, sagt der Schiedsrichter, okay? Da wollten die Fans eine Pizza. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Klasse Pass! Oh, das könnte was werden. Jetzt müssen wir genau hinschauen. 2-0, 2-1, Gamula. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. So, zumindest mal wieder ein bisschen. Immer wieder die Führung gestellt. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Ja, wieder Krüger. Sie spielen den Ball zurück. Wieder Gamboda, wie beim 1-0. Ja, auch beim 2-1. Er lässt der Abwehr keine Chance. Ja, da war auch nicht viel zu machen. Er musste nur locker den Fuß reinhalten und das Ding einschieben. Und man führt wieder mit 2-1. Jetzt steht Tor Nummer 10. 2-1. Eine enge Kiste. Die Nummer 19. Und ich spiele sogar noch ein bisschen locker runter. Martins. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Gutes Ding. Jetzt ist Platz für den Konter. Ja, das war eigentlich anders geplant. Da sollte der De Krüger nämlich reinlaufen, aber Gamboula. Da ist die Chance. Und 3-1. Und es ist. Wer war es denn überhaupt? Ich glaube, das könnte direkt Tommy gewesen sein, offensiver Mittelfeld. Ja, ist es auch. Ja, Erik Tommy. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann macht er das aus der Halbdistanz mit jeder Menge Schnitt. Der Ball schön auf den eigenen Mann getunnelt. Alles richtig gemacht. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, so ziemlich. Egal. 3-1, Entschuldigung. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. So, damit ich jetzt auch 9-2 in der Addition. Steht es nun 3-1. In Sachen Ballbesitz ist Schalke hier in diesem Spiel das deutlich schwächere Team. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles, sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Ja, bis jetzt eigentlich ganz locker im Griff, das Spiel. Ja, abseits, okay. Aber so wird abgepfiffen, abseits. Ja, wenn er einen Moment länger wartet, dann kann das was werden, so ist es abseits. So, also auf jeden Fall, das Ding ist soweit entschieden, denke ich mir ziemlich sicher. Zack, den Verteidiger noch stehen lassen. Bussel ab, Krüger. Da wäre jetzt Platz. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Hahaha, das war ein bisschen zu. Erstmal wieder weg. Ja, der Schuss jetzt. Bussel ab.
So. Ecke kommt, Ecke kommt rein und nee, leider nicht konzentriert. Eine gute Chance und wenn das hier so weitergeht, gibt's noch eine. Ja, knapp dabei. Nicht, leider nicht das Tor gemacht. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Ja, die Dreierpack macht er heute noch. Also ich denke mal, dann macht er noch so ein Türchen. Dann hat er nämlich den Dreierpack. Sieht vielversprechend aus. Und dann ist Pause. Schaut gut aus, aber sie müssen weiter konzentriert arbeiten. Zur Halbzeit liegen sie auf jeden Fall mit 3:1 vorne. Ist nicht sein Spiel, bislang. Er kann nicht zufrieden sein. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand. Na, wir haben unsere Chancen, also größtenteils unsere Chancen genutzt. Es kann also losgehen. Hier und führen. Spiel. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. 19:2 wieder da. Aber hier sage ich alles durch. In dieser zweiten Hälfte. Wie gesagt, mal schauen, wie die zweite Hälfte läuft. Also wie gesagt, wir führen 3:1. 3 Tore brauchen wir noch, aber das Hinspielergebnis. Martins. Also das werden wir es heute nicht hinkriegen. Ich denke. Wenn er das so hingeht, hält er ihn natürlich nicht auf. Ludwig. Ja, der hat den Fehler gemacht. Hat vor dem Tor von Braga, von dem Ausgleichstor. Wieder jetzt mit einem kleinen Fehler drin. Macht er gut. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Der Ball ist wieder weg. Und jetzt gib ihm Florian Krieger, der wieder mit Tempo da war, die Außenbahn marschiert. Heute läuft Robby nackt, den muss er annehmen. Oh Gott. Da holen sie eine so gute Chance raus mit diesem klasse Konter und dann das. Ja, dann müssen sie natürlich. Ah, war genau die richtige Entscheidung, den Ball hinten auf den zweiten Pfosten zu bringen, den auf den Robby Hack, aber der den Kopf war nicht konzentriert oder kontrolliert aufs Tor bringt. Die Gäste werden wechseln. Klasse, richtig. Schön gemacht, schön getackelt, schön ausgespielt und damit gibt es den Wechsel der Portugiesen. Jetzt einen Wechsel geben. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Klasse von Bord. Und Sigrist. Ja. Dragovic, der. Und der Ball ist es weg. Einwurf. Die Flanke konnte verhindern da. Hoppa, Sejour. Schöner Ball übrigens. So, wer hat jetzt die Entscheidung? Ja, das Fazit war mich eine andere, etwas andere Idee. Oh, schön rausgespielt. Der war wirklich richtig schön gespielt. 4:1. Und dann haben wir das erste Tor in der zweiten Halbzeit. Das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann macht das perfekt. Und zwar mit ganz viel Gefühl. Das traut sich nicht jeder. Viele würden einfach draufhalten. Das ist. No, der hält nur das Füßchen rein und macht das Tor. Ja. Also 64. Minute, wir haben noch keine Wechsel über uns machen müssen. 4:1. Ja, der nächste tolle Pass. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und wieder über Krüger, aber diesmal ist wieder abseits. Okay. Zu früh losgelaufen. Hat nicht viel gefehlt, aber wir haben es gesehen. Zu früh ja, gestartet. Knappes Abseits, aber es ist genau richtig. Oh, jetzt werden sie wechseln. Defensiv machen sie es gut. Ah, oh, schön dabei. Krüger, Gambula. Und wieder ein Treffer. Das kam doch zum Fappen mal. Absolutes Traumtor. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wieder rüber außen. Und dann ist es einfach nur noch ganz. Schöne Flanke und rein damit.
Hier nochmal dieser Treffer. So, und damit passt das Ding. Und für dieses ist es, glaube ich, toll, mal 11 mittlerweile schon. 12 sogar. So, und jetzt kann ich nochmal ein bisschen wechseln. So, wechseln wir durch. Erneut so ein hervorragender Pass. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichen dazu geht. Nee. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele, da gelingt einen... Oh, ja, Bostoan, der ist gerade eingewechselt worden mit Gelb. Es gibt hier Gelb gegen den FC Schalke. So viel Einsatz und damit natürlich die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Hoppala, das ja, war riskant, aber es ist gut gegangen. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Krüger, der auch das ein oder andere Türchen noch vorbereitet hat schon. Aber dem fehlt jetzt ein Partner da. Ja, den fehlt der Gangbruder da vorne drin jetzt gerade, der nämlich ausgewechselt ist mittlerweile. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Jetzt ist das Spiel gleich um und man muss sagen, spannend war es nicht heute. Dazu waren sie zu überlegen. Ball ist wieder weg. Das ist natürlich ein guter Pass. Sing. Und Tor für Braga. 2:05 nur noch. Mehr als ein Tor für die Ehre. Fabio. So ist dieses Tor entstanden. Da kommt die Flanke. Wieder mal rechts über Ludewig, über Fehler Ludewig. Exzellenter und wieder verliert Ball der Kotto. Also das ist genau das gleiche wie beim 1:1 so passiert. Die rechte Seite blank und dann rein damit. 6 Minuten sind noch zu gehen. Also das Tor vom das Ergebnis von München wird es heute nicht geben. Das ist klar. Krüger. Ja, dafür ist es letztendlich. Super Technik. Klasse Zuspiel. Nee, Schiedsrichter sagt keinen Abseits. Ron Bossoir. So wird das nichts mit dem Treffer. Na, schade, kein Tor leider. So, der Krüger, der heute wirklich starkes Spiel gemacht hat, geht raus. So, Richter jetzt für Krüger rein. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Ballverlust. So, lässt der Schiedsrichter laufen. Nein, lässt er nicht. Er hat ab und damit ist es durch. 5:2 der Endstand. Hier geschafft. Sie sind weiter. Sie sind weiter. Damit sind wir im Achtelfinale. Ja, mal schauen, wer der nächste Gegner wird. Jetzt ist erstmal Feierabend angesagt. Jetzt heißt es erstmal die nächste Runde buchen. Und dann passt das auf jeden Fall. Hochverdient auf jeden Fall gewonnen, das ist klar. Und ja, ich glaube, Sevilla ist sogar weitergekommen. Müssen wir gleich mal auf die Ergebnisse kurz achten, auf den Ergebnisbaum. Dann müssen wir gleich noch die Erfolge nochmal. Oder jetzt sind wir gleich im Menü wieder sind, nochmal drauf achten. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Aber jetzt erstmal Interviews.
Ja, das ist klar. Ja, zwei Fehler heute, wie gesagt. Einmal zweimal Ludewig, der da falsch gestanden hat, und zweimal Bella-Kotschaft, der da einen Fehler eingebaut hat. Und so kommen die zwei Tore zusammen. Ja, wahrscheinlich werde ich mich nach der Saison im Sturm neu aufstellen. Ich werde zwei, drei neue Stürmer kaufen. Aber wie gesagt, Voraussetzung, das Finanzielle stimmt auch so ein bisschen. So. Danke für dieses Gespräch. So, passt. Und das nächste Spiel. Mit dem nächsten Gegner haben wir tatsächlich noch eine kleine Rechnung offen, nämlich Dynamo Dresden. Da haben wir das Hinspiel nämlich in Dresden mit 2:3 verloren. Und deswegen. So, Turnierpreisgeld, nur 500.000 haben wir dafür bekommen, nur für dieses Weiterkommen in der Europa League. Und jetzt gucke ich gerade mal eben schnell noch rein, wie es wie das weitergeht bei uns in der Europa League. So, gehen wir mal rein. Na, wir treffen auf Tottenham. Oh ja, das finde ich ganz einfach. Wir haben tatsächlich ein reines deutsches Duell. Und zwar Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir tatsächlich da sind. Dass es gibt. Okay, Lazio Rom gegen Marseille, Gladbach, Leverkusen, Sevilla gegen Piemonte Calcio, also das ist Juve. Das wird auch definitiv nicht ganz einfach werden. Wir treffen auf Tottenham zuerst mal auswärts und dann. Ja, und die anderen Spiele eben noch kurz. Und dann zu Hause übrigens. Und die anderen Spiele: Atletico gegen Genk, dann Real Sociedad gegen AS Roma. Heißt die Roma FC. Dann Hertha gegen Lille und United gegen Valencia. Also einige interessante Partien, die auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein können. Ja, wie gesagt, klar, United gegen Valencia und eben hier Sevilla gegen Juve. Gut, auch Gladbach ist nicht ganz ohne und auch unsere Partie, da kann es auch durchaus mal anders ausgehen. Aber hoffen wir mal, dass wir uns hier durchsetzen können. Wir müssen es nicht durchsetzen. Wir müssen nie gewinnen, wenn wir das Ding hier, den Wettbewerb gewinnen wollen. Ne, ich will, also es ist tatsächlich sogar die letzte Hoffnung, in der nächsten Saison international spielen zu dürfen, in der, ja, vermutlich Bundesliga, aber wie gesagt, wenn wir das Ding hier gewinnen, dann spielen wir nächste Saison Champions League, aber das muss auch erstmal gemacht werden. Tottenham wird definitiv eine etwas andere oder härtere Null, als es Braga war, und ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Obwohl, warte mal kurz, ich fixe kurz eben noch die Startelf durch, weil, ja. Das war jetzt ein bisschen anders geplant, alles. So, Richter wieder rein. Ah, Mate. Ludwig hat ein bisschen scheiße gestanden an dem Spiel, muss ich sagen. Hat mir nicht gefallen. Definitiv nicht. Er hat zwei blöde Fehler dran eingebaut. Mustafi ist wieder fit, das ist immer gut. Gefällt mir auch nicht, dass der Bella Kotschab, also definitiv mit seinen zwei Steilungsfehlern da auf jeden Fall das Ding, ja, gefühlt auf seiner Kappe nehmen muss. Und deswegen wird er aus der Mannschaft rausgenommen. So, dann Bosejour raus. Dafür Kolasinac wieder neu in die Startelf. Bostoan. Ja. Tommy wieder raus. Florian Krüger, das ist immer eine schwere Entscheidung, ob ich ihn oder den Richter aufstellen soll. Muss ich halt gucken, letztendlich. Wie wir es dann machen. So, und Renno natürlich wieder rein. Aber wie gesagt, das zu letzten Spielen würde ich sagen, fast. Ist leider der gute Bella Kotschab. Nicht. Leider mit seinen zwei Stellungsfehler nicht möglich, dass es in die Stadt wird. Deswegen spielt auch Dragovic tatsächlich. Wie gesagt, ich werde ihn nochmal nachkaufen müssen in der neuen Saison. Spätestens dann neue Innenverteidiger. Gut, dann sind wir jetzt durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Spiel
zu Hause gegen Dynamo Dresden, endlich wieder ein Heimspiel. Yay, wir haben ja 5 Auswärtsspiele davor in Folge gehabt, jetzt haben wir ein Heimspiel, jetzt haben wir 2 Heimspiele hintereinander. Und dann geht's weiter auf jeden Fall. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und tschüss.